Also wenn man die Zeit jetzt mal vorne beginnt, war ja gerade Krieg 10 Jahre davor und Wegmarken gab es kaum noch. Es gab aber auch keine Resignation. Es gab Suche nach Wegen, nach gangbaren Wegen vor allen Dingen. Und es war ein Gefühl von Aufbruch. Das ist ja, was heute eigentlich nicht das Beherrschende ist bei jüngeren Kollegen. Und Aufbruch, wohin, war gar nicht so klar, aber Aufbruch. Das kann man schwer anders erklären. Es gab aber auch Chancen für uns damals, freie Wettbewerbe. Das Wettbewerbswesen ist ja nicht mehr so frei, wie es früher mal war. Und was das Wichtigste ist, wenn ich zurückdenke an die Zeit, war, dass die Gesellschaft irgendwie jünger war. Nicht nur an Jahren, ich meine, sie war freier und sie war fröhlicher, irgendwie auch verliebter. Ja, das muss man alles dazu sehen. Jedenfalls aufregender und trotzdem zufriedener, vertrauensvoller und vor allen Dingen fairer als heute. Es gab natürlich, weil Sie nach Schulen und so weiter fragten, es gab Gruppierungen, es gab Zirkel, es gab Kreise, es waren aber meistens ältere Kollegen. An Frauen kann ich mich aus der Zeit überhaupt nicht erinnern, das kam jetzt sehr viel später. Und das waren Männer, die vor dem Krieg oder im Krieg gebaut haben. Das haben wir alles etwas distanzierter gesehen, auch ein bisschen misstrauischer. Denn so eine Parole, die man jetzt heute auch manchmal in der Denkmalpflege hört, Zukunft nach rückwärts, die gab es noch gar nicht. Das ist eine spätere Erfindung. Ja, Schulen, da kann ich mich eigentlich kaum dran erinnern. Es gab Parolen, die so durch die Luft schwirrten. Zum Beispiel weniger ist mehr. Das war die bekannteste. Dann Ornament des Verbrechen. Das war für uns alles neu damals. Oder Form follows Function. Das sind so die drei wichtigsten, an die ich mich erinnere. Schulen aber eigentlich weniger. Alvar Aalto zum Beispiel. Das war wirklich ein Vorbild für uns, wenn man das so nennen darf. Dann Arne Jacobsen. Adolf Loos, die kennen das nur alles ganz genau, dann Corbusier, Louis Kahn, nicht zu vergessen, Mies van der Rohe. So, das waren so die wichtigsten. Es war eher Entdeckerfreude bei uns, so auf der Suche nach Genies oder zumindest ein Meister ihres Fachs. Das wären wir ja alle selber auch gerne geworden. Deswegen hat man sich die natürlich am ehesten herausgeglaubt. Ja, typisch. Das ist schwierig. Das ist ja gerade deswegen so schwierig, weil es eigentlich nicht so viel Typisches gab. Es gab den sogenannten sozialen Wohnungsbau. So besonders sozial aus unserer heutigen Vorstellung war der ja gar nicht, ist er ja heute noch kaum. Es war eher so ein bisschen griesgrämig, vielleicht auch ein bisschen spießig, einfallslos, die Innenstädte meidend. Also all das, was man eigentlich nicht unbedingt heute möchte. Wir wussten das aber damals nicht anders. Und dieses Viertel um Groß St. Martin war eigentlich die erste Gelegenheit für uns, nachdem wir das gewonnen hatten, mal 100 Wohnungen und 20 Läden und 20 Kneipen an einer Stelle in der Innenstadt unterzubringen. Und nicht nur einfach irgendwo hin, sondern damit auch einen Stadtraum zu schaffen.